uns im Lieber gesehen. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru und hier wackert es gerade ein bisschen, mein Mikrofon stellen, das ist hier verrückt, Entschuldigung. Ja, wir spielen heute wieder Lake, wir spielen ein bisschen Postbote bzw. Postboten, nämlich die liebe Meredith, die ist zurück nach Hause gekommen nach Jahren, um ihren Daddy als Postboten zu vertreten. Ne, Daddy ist mal mit Mutti lecker in Urlaub und so und sie entdeckt einige neue Menschen, neue Gesichter in ihrem Town. Wie heißt es hier nochmal? Ich muss nochmal gucken, wie der... Providence Oaks heißt das. Genau, Providence Oaks ist unser Ort. So, da entdeckt sie einige neue Leute, aber auch altbekannte Gesichter. Und daraus entspinnt sich so langsam eine Geschichte. Wir starten gleich in den zweiten Tag im Dienst. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen nach oben. Ne, Glocke läutet. Ihr wisst, wie das läuft. Gut, da würde ich mal sagen, ab geht's. Dankeschön an Gamius, dass wir die Musik benutzen dürfen. Wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Mittwoch, der 3. September morgens. So, der Wagen sollte beladen sein, denke ich mal. Schauen wir mal nach. Mit unserer täglichen Fracht. Jo, da ist wieder einiges dabei. Was haben wir hier? Lake Road, Main Street. Ja, Pakete doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Okay. Providence Oaks. We're starting the day as we always do with a PO positive or pet fee, followed by the weather. PO positive. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir überhaupt fahren wollen hier. So, wir haben Briefe für Lake Road, New Street, Walnut Drive, East Third Street. Was ist das? Eben Street oder Eben Circle? Keine Ahnung. Und dasselbe nochmal für Pakete. Ich sehe jetzt hier einen ganzen Bums auf der nördlichen Seite, ja, da so oben. Ich glaube, die machen wir mal zuerst. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal links raus hier. What's it gonna be? It's a positive all the way, Jack. I went to Moe's Diner yesterday and I don't think I've ever had blueberry pie that tasted so good. Mm-hmm. Mm, thank you much, Dale. That makes me want to get a piece right now. But the weather's first. Okay. We'll start off sunny with a few clouds later today. Was? Eine Videothek, VHS und Betamax. Oh Gott, in welcher Zeit spielt das Ganze? Ich muss nochmal nachgucken. 80er oder 90er, glaube ich, spielt das, ne? Ja, das waren noch Zeiten. Beta und Metamax, VHS und Betamax, was rede ich? Das kennen die Kids gar nicht mehr. Videokassetten. Junge, wait, Junge. Where's the package? Eben. So, 351 Main Street ist das. So, 351 Main Street, da ist es. Das waren noch Zeiten, Videotheken. Man hat sich getroffen in diesen Gebäuden, in diesen Räumlichkeiten, um Videos zu leihen, ne? Nix mit Streaming. Und das waren Kassetten, die musste man zurückspulen, sonst durfte man Strafgebühr zahlen. Ohne Scheiß. Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Flick Shack. Got a package for you, ma'am. Okay. Hold on. You're our new postal worker? Talk about not looking the part. Übrigens, Augen mal auf das Plakat im Hintergrund. Back to the present. Ja, nee, ist klar. I could say the same thing about you. You could, but you'd be wrong. I look exactly like I own a video rental place. If you were looking to cast a movie and needed someone to play the owner of a video rental place, you'd attach a picture of me to the call sheet. True enough. I'm Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? So, wie machen wir hier weiter? Hab früher hier gelebt, dann eine ganze Weile woanders und jetzt wieder, was das... Das ist nett hier. Ich bin hier aufgewachsen, jetzt bin ich wieder da, um meinem Dad einen Gefallen zu tun. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? Didn't grow up here, came to do myself a favor.
Touché, Mrs. Eastman. Miss. Okay. Na, das würde mich jetzt mal auch interessieren, wie da noch das Videogeschäft lief hier mit Videokassetten. So, how's business? It's booming. People in Providence Oaks sure like their movies. I guess it's because there's not much else to do around here. Might as well watch a flick, right? Leute, guckt euch bitte mal in dieser Videothek um. Einige Filmplakate sind einfach göttlich. Halb links neben dem Kopf von Meredith seht ihr, das kann man jetzt, ist jetzt ein bisschen unscharf. Kennt ihr noch Die Fliege, den Film, beziehungsweise das Filmplakat? Das ist jetzt The Bee, die Biene. Also die haben Ideen. Ne, achtet mal so auf die Kleinigkeiten manchmal im Hintergrund. Es lohnt sich, Freunde. You certainly have a lot of them. Choice is everything. Nothing quite tickles the imagination like the right movie at the right time. Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this. And it should be right up your alley. Das Plakat über der Kasse, war das nicht von Labyrinth mit David Bowie? Die Älteren bitte mal. Könnt ihr mir das mal schreiben? Ich meinte, das war das Plakat von Labyrinth, oder? My kind of humor. Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Sehe ich gerade noch das Ghostbusters Plakat da rechts hinten? Ghost Blasters, ja. Ist fantastisch. All right. I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. Ich finde ja nett, wenn solche kleinen Gimmicks versteckt sind. Gerade hier in der Videothek, das ist natürlich ein Spaß, ne? Was ist denn hier? Gremlins sind jetzt? Gremlins? Das war mal Karate Kid. Jetzt The Kung Fu Kid. Okay, was haben wir noch? Hier übrigens hier die Ghost Blasters. Was haben wir hier noch? Ja, vieles ist eben halt leider so klein, dass man es nicht ganz lesen kann. Das ist doch die Rocky Horror Show. Wie heißt die hier? Mist, kann man nicht lesen. Schade. Gut, aber wir sind ja auch nicht hier, um Videocover zu lesen. Ich hätte es witzig gefunden, wenn man alle hier sich mal hätte gönnen können. Oh, ich verursache hier gerade einen kleinen Stau. Egal. Das war's mir wert. Guti. Dann würde ich doch sagen, fahren wir jetzt hier mal rechts rum. Das dürfte der sein hier, oder? 104. Haben wir 104? Ja. East 3rd Street. Okay. So. Kurz und schmerzlos. Rein damit. So, hier haben wir die Pine Street. Da haben wir dann ein Paket. Okay, dann lass mal gucken. 403 Pine Street. Ja, wir haben dieses Gebäude daneben, die 402, also gegenüber dann. Alles gut. Ist das hier die... Das ist die 404? Dann müsste das die 2 sein, oder? Oder, nee, das ist schon die 6. Ich muss einen zurück. Also ich finde Pipi-Gelb immer noch keine optimale Farbe für ein Haus. Ist nicht meine Farbe, ehrlich nicht. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you bitte wish was? To proceed? Was? How do we land in the rocket? Ground control? Ach so, da wird gespielt. Landed the rocket.
pocket. Ich dachte schon, jetzt kommt eine Frau mit Aluhut raus. Package for the Evans family? Just a minute. Commander Grace, permission to explore? Permission granted. Yep, we're the Evans family. Also, ich hatte doch fast recht. That real quick? I'm kind of in the middle of a lunar. Sieht gut aus. Sure. Here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait, what? Meredith? Okay, wieder eine Bekannte. Guilty as charged. I'm sorry. Who are you? What? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Naja, man sieht sie nicht wirklich. Kay? Great. And now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. So, tut mir leid, ich habe dich mit diesem Nudelsieb nicht erkannt. Hatte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich nehme das mit dem Nudelsieb. I'm sorry, I didn't recognize you with the colander thing. The helmet. Yeah, clearly. But it seems I'm not the only one who came in disguise. Got me there. Und du heißt jetzt Kay Evans. Ja, gut, die wird wahrscheinlich irgendwann jetzt geheiratet haben, ne? You're Kay Evans now? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Ah, lass mich raten, sie war bestimmt Cheerleader, oder? Scanning for der amerikanische Klassiker. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed. Even after the whole Challenger thing. Du hast Quarterberry geheiratet und ihr habt Kinder. Ich hatte ja keine Ahnung. Klingt, als ging es dir wunderbar. Ich nehme das Erste. Sounds like you're doing great. I'm happy for you. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So. Oha, die war dann doch eine Zeit lang weg. 22 Jahre. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. The kitchen caught fire, so your Uncle Stan is gonna have a field day. Nope. It's Moe's diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now. At the diner. Ja, wie das so ist in kleinen Gemeinden, Villages, das glaube ich überall auf der Welt irgendwie so. Ne? Je kleiner die sind, desto mehr kennt man sich, ne? Und alles greift so ineinander über. Ich finde das hier aber auch recht putzig und sehr, sehr liebevoll gemacht. So, du übernimmst das Familiengeschäft, dann können wir ja mal unsere Erfahrungen austauschen. Finde ich gut. Ne? Wir machen ja auch Papas Job hier gerade. Taking over the family business, eh? Let's compare notes. Yeah, we'll see. Ready for a die klingt aber jetzt nicht so begeistert für unsere ehemals Best Friend Forever. I can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. See you around, Em. Good to see you, Kay. Evans! Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. Aber diese Szene zeigt ein Beispiel wirklich aus dem Leben. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr schon ein bisschen älter seid. Wenn ihr von zu Hause ausgezogen seid, das Leben ändert sich. Die Freunde ändern sich. Zu vielen verliert man den Kontakt. Ein oder zwei vielleicht, ne? Da hat man noch regelmäßig mehr oder weniger Kontakt. Aber irgendwie, ne? Irgendwann spalten sich mal die Wege. Jeder geht seines Weges. Es kommen neue Menschen, ne? Neue beste Freunde, Bekannte, wie auch immer. Und genauso ist es ja auch. So, jetzt muss ich mal kurz auf den Plan gucken hier. Haben wir die jetzt alle abgefrühstückt? Okay. Dann können wir jetzt eigentlich hier zu Heron Circle und dann würde ich sagen, dass wir das mal hier so im Kreis abfahren. Was haben wir hier noch? Achso, das sind die Schnellreisepunkte. Whatever. Ich muss eh da unten hin. Ne? Also spielt es keine Rolle. Gut, jetzt erstmal links. Und dann sehen wir weiter. Ich muss
muss jetzt mal gucken, wir müssen die erste oder zweite jetzt links gleich abbiegen. Ich glaube, es ist die nächste. Hoffe ich. Ja, okay. Richtig geschätzt. So, hier haben wir dann doch zwei, drei Briefe abzuliefern. Dann halte ich hier doch gleich mal. So, sind das jetzt hier nur Briefe? Was ist das? Heron Circle. Lass mal gucken. Briefe. 205 und 207. Ah, das sind nur Briefe. Okay. 205 und 207. So, da haben wir... Ja, morgen! 209... Haben wir hier die 207, oder? Ja. Gut, weiter geht's. Dann kommt hier natürlich die 205. Sehr schön, dann dürften wir die Ecke... Same handwriting as the one I delivered next door. I'm oh. Guessing party invitations? Okay. So, dann haben wir nämlich die Ecke auch komplett abgefrühstückt. Ja, je mehr wir haben, desto mehr muss man sich so ein bisschen einen Plan zurechtlegen, dass man das einigermaßen sinnvoll hintereinander weg ausliefert und nicht doppelt und dreifach fahren muss. So, da oben war, glaube ich, nichts. Warte mal. Sicher ist sicher. Wir schauen auf den Plan. Nee, da ist nichts. Das heißt, lass uns mal gucken. Ich würde sagen, jetzt hier links sowieso runter bis zur Hauptstraße. Ne? Und dann hier einmal rund um den Keks. Da ist diesmal nichts. Westlake Road. Aber hier unten der Einzelne. Das Päckchen hier. Ach, das ist fürs Motel. Okay. Haben wir hier hinten noch was? Nee. Ja gut. Klingt nach einem Plan, ne? Machen wir. So, jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben. Ist ein bisschen weiter hinten das Ganze hier. Ich finde es ja schade, dass man nicht in der Ego-Ansicht fahren kann. Schade, schade. So, West Lakewood View. Das klingt wieder nach der Katzendame, oder? Warte mal. So, da haben die Lake Road. Dann müsste das die Westlake Road sein. Nee, das ist New Street. Moment. Lass mich mal kurz gucken. Ja, New Street 100. Das passt. Da haben wir einen Brief. Das müsste dann hier sein, oder? Ja. Guti, guti. Hey, Mom and Dad have new neighbors. Siegler, huh? Don't think they ever mentioned them. Ach so, wir sind ja auch hier in der Nähe von unserem Zuhause. Wir sehen das gerade auf dem Navi, das Häuschen. Das ist unsere Wohngegend. Habe ich jetzt gar nicht nachvollzogen, ehrlich gesagt. Wir wohnen also in der New Street. Interessant zu wissen. Gut. So, jetzt glaube ich, müssen wir ein bisschen Slalom fahren hier. Das sieht aus, als wenn der Brief hier aber... Warte mal. Ich glaube, der Brief ist für unsere Katzenlady. Warte mal. Lake Road. 200. Warte mal kurz. Ja. Richtig geraten. Hallo, Miezis. Meryl, dear. So glad you could come by. Oh, it's quite the emergency. What's wrong, Miss Jenkins? It's poor little Mortimer. Oh. He's fallen ill, I think.
One minute he was full of life, the next he, well, he just wasn't. Ja, gut, ich will jetzt nicht ihr widersprechen. Sagen wir mal, er ist fast katatonisch. He's almost katatonisch. Sorry. Heard it when I said it. Please, Meredith, be a dear and take more. Okay, ich glaube, wir werden jetzt zum Katzentaxi. He runs the bait shop by the lake. He'll know what to do. Ja, natürlich machen wir sure. das. I'll get right on it. Here, little kitty, come on. Wonderful! Be nice to Meredith, Mortimer. Don't shed too much hair in her van now. Ha, nicht zu sehr ins Auto. Bye, Miss Jenkins. Ist klar. Bye, Meredith. See you soon, Mortimer. Guti, dann haben wir ja eine neue Aufgabe. Mounds. Müssen wir ihn jetzt hier hinten einladen oder nehmen wir den mit nach vorne? Machen wir tatsächlich auch noch ein Katzentaxi. Ich finde das sehr süß. Hat er den da jetzt reingeworfen? So. Nein. Wir hoffen doch mit Liebe. Nichtsdestotrotz müssen wir ja noch ein paar Briefe und Pakete ausliefern. Hilft ja nichts. Das scheint hier richtig zu sein. Walnut Drive. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt nicht groß auf die Karte gucken. Das ist ziemlich eindeutig. 203. Wunderbar. Ich muss mir aber trotzdem jetzt einen kurzen Plan machen. So, hier auf der Ecke haben wir jetzt alles. Das heißt, wir fahren jetzt hier wirklich durch. Ich muss aber, wo ist der Köderladen? Lass mich mal gucken, wir müssen ja die Katzen noch loswerden. Motel, Südkreuzung. Bahnhof. Ostkreuzung. Moos Diner. Kramladen. Videothek. Wo ist dieser Köderladen? Huh. Wir fahren erstmal weiter. Wir fahren erstmal weiter. Das findet sich noch. Ich habe allerdings tatsächlich so ein gewisses Fragezeichen gerade hier im Kopf. So, da haben wir die Werkstatt unseres Vertrauens. Die brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Aber warte mal, wir können ja... Ich glaube, ich habe gesehen, er hat eine Adresse verpasst bekommen, der Kater. Müssen wir gleich mal gucken. Der müsste eigentlich auf unserem Navi zu sehen sein als Paket. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist ja so. Letztendlich ist eine Auslieferung. Aber erst machen wir natürlich unsere Regeltour, damit unsere Kunden ihre Post kriegen und dann wird Katerchen abgeliefert. Alter, ein Glück, dass ich die Kurve so früh geschnitten habe. Einen Moment später wäre ich in den LKW reingerutscht. Ich muss ein bisschen vernünftiger fahren. Provinz hin oder her. Also ich weiß nicht, ob es diesen Ort gibt. Providence Oaks. Ich denke mal, der ist fiktiv. Aber ich finde den sehr nett, sehr detailliert. Und das ist das leicht Comichafte. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und ist wunderschön, finde ich. Hier können wir ja gerne mal eure Meinung auch zu Lake schreiben. Ist ja öfter mal bei dem einen oder anderen Anbieter für PC oder Konsolenspiele im Angebot. Ich kann es nur empfehlen,
wenn ihr mal, ja, ein bisschen entspannt spielen wollt und trotzdem ein bisschen Spaß auch haben wollt. Jetzt aber liefern wir erstmal weiter aus. 400 Lake Road. So. Aha, der Kater muss nach East Lakewood Boulevard. Da gucken wir gleich mal auf der Karte. Das ist dann auch das letzte Paket für heute. Okay. Jetzt erstmal das Paket für die 400. Oregon Trail Motor. Okay. Ist die in der Arbeitszeit am Zocken oder er? Ist ein er. Bei der Frisur weiß man das ja nicht mehr heutzutage. Hello, sir. Parcel for you. Hallo. Mhm. Richtiger Mann an der richtigen Stelle. I hope I'm not disturbing, but here's a parcel for you. One minute, I'm busy. Ja, sehr beschäftigt. If you could just accept the parcel and let me be on my way. Alter, ja, ich... Is that a parcel for me? Ich hau ihm das gleich auf... Nein, das ist für Bigfoot, das finde ich gut. No, it's for Bigfoot. You can just put it on the counter. You're welcome. Nicht gerade der höflichste, ne? Ziemliche Flitzpiepe, würde ich sogar sagen. Solche Leute hast du aber tatsächlich in Jobs. Das ist das Traurige. Deshalb sage ich immer Augen auf bei der Berufswahl, ne? So, wo muss die Katze hin? Da, East Lakeview Boulevard. Also, wir haben es ja letztes Mal schon festgestellt durch Zufall. Die Orte, die du schon entdeckt hast, kann man auch mit Autopilot ansteuern, wenn man mal zu faul ist, selber zu fahren. Ja, kann man, muss man natürlich nicht, ne? Wir haben es letztes Mal ausprobiert. Ne, das ist so ganz angenehm, wenn man sich selber belohnen will nach Ende der Schicht, ne? So zum Postrevier. Da lasse ich ihn auch zurückfahren. Kann man ein bisschen die Optik genießen, ne? Warum auch nicht? Aber grundsätzlich fahre ich natürlich selber. So, jetzt müssen wir erstmal den Köderladen finden. Scheint ja zeitgleich auch noch Tierarzt des Ortes zu sein. Muss ja Multitalent sein, der Kollege. So, Kollege, fahr zu. Die Katze wird nicht jünger hier hinten. Mann, der pennt ja ein am Steuer hier. Tu das Not, dass der hier rumoxidiert. So ein bisschen flott ist ja immer ganz gut, ne? Man muss nicht hetzen, aber man darf auch gerne mal ein bisschen flotter unterwegs sein. Gerade wenn nichts los ist auf der Straße, nicht wahr? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie fahren wir denn hier am besten? Okay, links und dann wieder links. Ja, okay. Ich sehe schon, wir sind auf dem richtigen Weg, Freunde. Ich glaube, dann haben wir auch alles ausgeliefert hier. Ich finde das so eine schöne Gegend hier. Macht Spaß, hier zu fahren. So, ich will nur mal schnell wenden, dass wir hier gleich gut wegkommen. Ich fahre jetzt nicht ganz hier an die Ecke ran, weil sonst kommen wir ja nicht mehr an die Ladeluke hier. Wir müssen ja den Kater auch noch rauspulen. So. Ich glaube, hier stehen wir gut oder auch nicht im Weg. Dann holen wir mal den guten Mortimer hier raus. So, Kollege. Die Reise ist zu Ende.
Ja, so im Ländlichen ist ein Postbote manchmal ein Mädchen für alles, ne? Was ist hier? Mackies. Bait, Tackle and Boat Rental. Okay. So, wo ist denn der Kollege? Im Haus, auf dem Pier. Steht da hinten jemand oder? Nee, das ist nur der Rettungsring. Hä? Schauen wir mal, wo der Lümmel sich versteckt. Ah ja, das scheint er zu sein. Mr. Mackey, I know you're close, but... What? Woo, Meredith Weiss. Nett. Yeah, Meredith Weiss. Thomas, kid. I remember you running around the lake when you were yay high, getting into all sorts of trouble. What can I do you for? Mildred Jenkins tells me you know a lot about animals and, well... Oh, hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Well, pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? To be honest, I have no idea. Leave him with me. I'll put him on a diet today. Oh, cuts indeed. Maybe even catch him a fish if they're biting. With any luck, he should be up and running in the morning. Super. Klingt prima. Sounds good. Sure thing. Goodbye, Miss Weiss. Okay. Er ist kein Freund der großen Worte, offensichtlich. Das war kein Miau, das war eher ein Knurr. Ne? Das war... Okay. So. Offensichtlich haben wir damit unsere heutige Pflicht erfüllt. Ups. Das war jetzt ein bisschen beängstigend, die Ansicht. Okay. Aber schön, ne? Guck mal. Hier hängt noch so ein Kutter rum. Also, auch wenn die Welt so ein bisschen vereinfacht aussieht, sie hat schöne, viele kleine Details. Es lohnt sich mal so ein bisschen umzugucken, ne? Wir hatten jetzt ja auch das Beispiel mit der Videothek, ne? Das lädt einfach ein, das Spiel ein paar Sachen auch zu entdecken. Und ich kann es euch empfehlen, wenn es nicht unbedingt Action sein muss, ne? Dann seid ihr da natürlich falsch, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber, wenn ihr storybezogene Spiele mögt, wenn ihr kleine Details entdecken mögt und gerne Geschichten mögt, dann seid ihr da absolut richtig. Was haben wir denn da alles? Werkzeug? Es sieht aus, als wenn wir hier irgendwann nochmal vorbeikommen werden, weil ich habe so das Gefühl, dieser Werkzeugtisch steht da nicht umsonst. Lassen wir uns überraschen, Freunde. Lassen wir uns überraschen. So, es riecht schon wieder nach Feierabend. Das heißt, wir bringen die Kiste mal nach Hause. Und da würde ich uns mal gönnen, sage ich mal, dass wir das Ganze gleich im Autopilot machen. Damit wir die Heimfahrt dann noch ein bisschen genießen können. So, ich weiß ja nicht, ob er von jeder Stelle aus in den Autopilot startet. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich setze ihn schon mal auf die Straße. Und so, wo ist unser Postamt? Da ist es. Autopilot. Let's go. Ah, er bleibt nicht in der Ansicht stehen. Schade. Okay. Ist aber auch so schön. Habt ihr gesehen, der bremst sogar an der Kreuzung ab im Autopilot? Da wieder. Es ist kein großes Kino, aber er macht's. Finde ich putzig. Haus der Familie Weiß am Mittwochabend. Okay. Klingeling. Meredith, hi. Oh, hi, Steve. How are you? Busy as two peas. Added 87 is really getting there.
Hey, listen, you got Design, ja, doch, right? Ende der 80er, Anfang der 90er spielst. Jetzt hören wir es gerade, Edit 87. I guess, but that's nice for a change. Awesome, I need a favor. I sent a bunch of files your way. It's the retail pitch for Edit 87. It's good, but not great. It needs your magic. Do you think you can add it? Ja, super. Du musst jetzt doppelt arbeiten, oder wie? Ganz toll. I'm not sure. How many pages are we talking about here? It's not much. It's just a pitch, and there's also an instruction booklet. Can't be more than 100 pages. I could just send it to your post office, right? Was? Jau, kann ich schief gehen? Wirklich wahr? Das machen wir jetzt mal. I guess. Awesome. Mail back to me as soon as possible. Priority mail. Thanks so much. Oh, I gotta run. Okay, Steve. Oh, one final thing. Now let this marinate. Edit 87. Add anything you like. It's fancy, right? Yeah, don't Hä? Tell me now. I got a jet. Bye. Klang jetzt, finde ich, nicht so überzeugend, aber egal. So, was sind unsere Pläne für den Abend? Zu Hause bleiben und wenn der Postmann zweimal klingelt, ansehen. Ich liebe diese Ironie. Zu Hause bleiben und Fernsehen. Zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Ein Buch lesen haben wir letztes Mal schon mal gemacht. Bevor wir das machen, werfen wir mal kurz einen Blick in den Terminkalender. Da steht tatsächlich bei uns im Terminkalender, wenn der Postmann zweimal klingelt, ansehen. Echt jetzt? Okay, für morgen steht dann Mortimer bei Mr. Mackey abholen auf dem Plan und dieses Mistding da, Edit 87 von der Arbeit, durchsehen. Interessant, das hätte ich jetzt fast verpasst hier. Dann gucken wir ein Video. Alright, let's watch this. So, Donnerstag, 4. September. Oh, Steve's parcel. And a note from Tess. Hey, Em. Hope you're doing well. Steve told me you'd want to read through this monstrosity. Not sure if you really said that, but have a great time there anyways. Take care. Tess. Ich wette, es sind mehr als 100 Seiten. Ich wette, es sind mehr als 100 Seiten. So, liebe Freunde, unsere Tagesaufgabe haben wir erfüllt. In der nächsten Folge widmen wir uns natürlich Tag 3, dem Donnerstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder Follow da. Glocke läuten, Daumen nach oben. Ihr wisst, wie das ganze Programm läuft. Dafür Dankeschön im Voraus. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays. Von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss, tschüss.